Ich sag mal so, hallo. Heute folgendes Thema, ewig langes Thema, Internet. Stichwort Internet. Der eine oder die andere, die mich auf Twitch ab und zu besuchen oder Streams auch von Savas mitbekommen haben, die wir ja auch von mir aus hier machen, wissen, Internet bei mir zu Hause, wie soll ich das ausdrücken, ohne direkt beleidigend zu werden, ist suboptimal. Sagen wir es einfach so, die ganze Zeit Timeouts und einfach absoluter Wahnsinn. Schöne Grüße an Vodafone für nix. Ja, also wie gesagt, ist echt im Minutentakt, dass ich Timeouts habe, das Internet abbricht. Wie gesagt, hat man auch in meinen Streams als auch in den letzten Savas-Streams ja gesehen, dass das Internet einfach komplett für den Ass ist. Kurze Hintergrundstory ist, vor ein paar Monaten habe ich mit einem Dude von Vodafone telefoniert und der meinte, ja, ich könnte ja auf eine 400er-Leitung updaten oder upgraden hier. Und hätte dann natürlich auch einen besseren Upload, so was für Stream natürlich super ist. Habe ich gesagt, klar, alles klar, machen wir. Und seitdem lief einfach gar nichts mehr. Ich denke mir auch, Leute, warum bietet ihr mir das an, wenn das überhaupt nicht funktioniert so, ne? Wie gesagt, schöne Grüße nochmal an Vodafone für nix. Und dann ging es immer so weiter. Ich habe mit denen hin und her geschrieben. Wie gesagt, das geht seit Monaten so. Ich habe mit denen hin und her geschrieben, an der Hotline habe ich gar niemanden erreicht, so Hotline war eh absoluter Horror, so wurde man einfach immer weitergeschoben und ja, hier, da müssen sie aber bei dem anrufen und da nochmal in die Warteschleife, Leute, euer Ernst. So, dann habe ich irgendwann, hat mir jemand gesagt, ich weiß gar nicht, wenn mir den Tipp gegeben hat, der sagte, ich soll über Twitter die Jungs anschreiben, diesen 24 Stunden Service von Vodafone über Twitter habe ich gemacht. Krass, das erste Mal direkt Antwort bekommen. Und seitdem bin ich mit den Jungs oder den Mädels von dort in Kontakt und die helfen mir eigentlich auch weiter. Aber lange Rede, kurzer Sinn, irgendwann habe ich dann die Nachricht bekommen, es sind bei ihnen Bauarbeiten bis Anfang Juni. Also ihr schließt mit mir einen neuen Vertrag ab und sagt 400er Leitung geht hier dies das, um mir danach zu sagen, aber hier sind Bauarbeiten bis Juni und wir bieten Ihnen aber 50% Rabatt an während den Bauarbeiten, aber Ihr Internet funktioniert trotzdem nicht. Ist euer Ernst? Somit war die Sache für mich mit Vodafone erledigt. Ich habe gesagt, ey Leute, ich werde schnellstmöglich aus dem Vertrag rausgehen, ihr wollt mich doch komplett verarschen. Dazu sagen muss man, dass ich bei Vodafone bin mit meinem Handy. Wo ist mein Handy? Irgendwo liegt mein Handy, zum Glück weit weg, okay. Ich habe, als ich 16 wurde, habe ich damals eine Prepaid-Karte geschenkt bekommen, schon mit meiner Nummer, die ich heute noch habe. Das heißt, seitdem ich 16 bin, bin ich Kunde bei Vodafone. Also normalerweise müssten die doch ich bin jetzt 36, 20 Jahre Kunde bei Vodafone, müssten die doch einem, keine Ahnung was, auf einem goldenen Sonnenstuhl durch die Gegend tragen oder zumindest einem entgegenkommen, weil man einfach seit 20 Jahren dem Verein Geld bezahlt. Aber nee, man wird einfach abgestempelt, weg damit. Und ich habe dann netterweise einen Kontakt bekommen namens Jamil. Schöne Grüße an Jamil und vielen Dank auch nochmal, der sich der ganzen Sache angenommen hat. Er ist bei der Telekom. Und und da sieht man halt, es läuft direkt anders, sobald man einen direkten Ansprechpartner hat. Ne? Ist ja wie bei allem so. Hast du keinen direkten Ansprechpartner, hast du geschissen. Heute ist der Termin, dass der Telekom-Techniker kommt, hier die Leitung aktiviert, ich dann den neuen Router einrichte oder meinen Router, den ich auch hier habe, einrichte. Und dann schauen wir mal, ob das funktioniert, ne? Ja, Berlin und Internet, klar, die sagen alle, da sind so viele Leute und dies und das, aber Mann, wir haben 2019, es wird doch irgendwie möglich sein, dass man ausreichend Internet für alle am Start hat. Ja, jetzt kommen wieder die Fachinformatiker und die Fachleute hier um dies und das, Bombang, ist mir alles egal, wir haben 2019, ich will gutes Internet, danke.
Aber trotzdem würde es mich auch interessieren, habt ihr auch Probleme? So Probleme im Internet monatelang, wochenlang, dass ihr euch mit denen rumstreitet, ihr Geld bezahlt, aber nicht die Leistung bekommt? Schreibt es doch mal bitte in die Kommentare. Auch was für einen Anbieter ihr habt. Wen findet ihr am besten von den ganzen Jungs so? Habt ihr da einen Favorit, wo ihr sagt, ey, seitdem ich die habe, läuft es perfekt? Oder ist es wirklich abhängig davon, wo man wohnt, wo man lebt, wer da irgendwie die Macht hat so? Ich warte jetzt auf jeden Fall auf den Techniker und danach geht es hier weiter, damit wir mal sehen, ob das funktioniert mit dem Internet oder nicht. Ich bin guter Dinge. So, eben hat der Techniker angerufen, er wäre in 15 Minuten hier. Dosis freigeräumt. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. So, der Techniker war gerade im Gebäude, ging ruckzuck, glücklicherweise. Er meinte, da war wohl schon ein Anschluss gelegt. Aber ja, wie gesagt, er hat da die Dosennummer ausgetauscht und jetzt habe ich den Router dran geböllert. Und jetzt gehen wir ans Einrichten. Hier, einfach mal auf telekom.de/einrichten. Und jetzt bin ich gespannt. Jetzt gehen wir mal auf den Router. Ich gehe jetzt mal ans Einrichten, gebe euch auf jeden Fall gleich Bescheid, wie die ganze Sache funktioniert. Ob das klappt und dann machen wir einfach auch mal einen Speedtest. Ihre Fritzbox wird jetzt eingerichtet. Hier ist der Vorgang und ja, bin auf jeden Fall extrem gespannt. Und eine Sache, auf die man achten muss: Ich hatte davor, bin mit Google Chrome reingegangen und da war irgendein Adblocker, der hat mir den Zugang zu diesem zu dieser Einrichtungsdomain geblockt. Also falls das jemand, weil das jetzt nur eine Kleinigkeit nebenbei, so bis jetzt läuft alles super, super. So, wenn es abgeschlossen ist, werde ich direkt mal einen Speedtest durchscheppern, wie viel der Upload, Download, dies, das, boom, bang ist. So, das ist auch schon mal eine gute Aussage. Sie sind online und jetzt gehen wir mal ab hier zum Speedtest. Ich mache es jetzt auch zum allerersten Mal mit dem neuen, mit der neuen Leitung hier. Ich bin extrem gespannt. Und ja, Speedtest, ahoi. Ich sag mal so, 40er Download ist okay, aber interessiert mich auch gar nicht wegen Stream, aber seht her, okay, das ist übergeil. Auf jeden Fall, ich sag mal so, halt, wo haben wir es? Hier, Upload 34,6, das klingt nach Träumchen. Also, wie eben schon gesehen, Upload um die 34. Was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Toi, 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 auf den Tisch klopfen. Ich hoffe, dass natürlich alles so positiv bleibt. Und ich habe es jetzt noch nicht gestreamt. Also in den Stream sieht man natürlich, ob dann der Upload so stabil bleibt. Aber wie gesagt, 35 Mbits Upload bis jetzt. Das klingt schon sehr nice. Wie vorhin schon gesagt, schreibt gerne mal in die Kommentare, wen ihr als Anbieter habt, mit wem ihr zufrieden seid oder ob ihr genauso eine Irrfahrt hattet wegen dem Internetanschluss 2019. Wie gesagt, ich hoffe, das bleibt so stabil alles. Ich berichte euch weiterhin und man sieht es natürlich in den nächsten Streams, ob alles stabil läuft. In diesem Sinne, ich hoffe, das war es jetzt endlich mit meiner Irrfahrt zum Thema Internetanschluss 2019. Aber ich halte euch auf dem Laufenden. Checkt meine Kanäle. In der Videobeschreibung kommt auf Twitch vorbei, da seht ihr auch immer mal, wenn es irgendwie Zockerei Rambazamba gibt. Abonniert den YouTube-Kanal, schiebt einen Daumen nach oben, würde ich mich freuen. Und ja, in diesem Sinne, bis bald. Ahoi.